in einem Bunker eine Kunstsammlung zu beherbergen, ist schon eine ziemlich ausgefallene Idee. Und die hatten Karin und Christian Boros. Mittlerweile ist hier schon die dritte Ausstellung zu sehen. Es geht immer um zeitgenössische Kunst. Juliette Kothe ist die Leiterin der Sammlung. Frau Kothe, wie ist denn diese Idee, im Bunker diese Sammlung zu beherbergen, überhaupt entstanden? Teilweise, glaube ich, auch durch einen Zufall. Karin und Christian Boros haben damals Ausstellungsräume gesucht, um Teile ihrer Sammlung zu präsentieren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, in Berlin. Und das war so um das Jahr 2000. Und damals gab es eigentlich noch etliche Gebäude von Umspannwerken, alten Postämtern, die man im Grunde genommen hätte umnutzen können. Und für beide war von Anfang an klar, dass sie kein neues Gebäude bauen möchten, sondern halt eher ein historisches Gebäude umbauen wollen für ihre Sammlung. Und dann war es eigentlich ein Zufall, dass sie auf diesen Bunker stießen, der damals aber, glaube ich, schon 2 Jahre lang auch auf dem Markt war. Und sie haben dann zugegriffen und ich glaube, Christian Boros hat sich spontan verliebt in diesen Ort. Wann wurde der Bunker eigentlich gebaut? 1942, also während des Zweiten Weltkrieges, und gedacht zur Evakuierung des hier nahegelegenen Bahnhofs an der Friedrichstraße und im Auftrag der Reichsbahn, deswegen auch Reichsbahnbunker und in einer sehr kurzen Bauzeit von nur 6 Monaten. Das ist auch dadurch begründet, dass das hier per Führersofortbefehl erbaut worden ist. Ja, in 6 Monaten hat man im Grunde diesen Bunker dann erbaut. Und der wurde auch genutzt? Ja, natürlich, der wurde genutzt. Der wurde konzipiert damals für ungefähr 1200 Leute. Das sagt auch die Bezeichnung dieses Bunkers, ein Typenbunker M1200. M stehen für Menschen und 1200 die Anzahl der Menschen, die hier Platz finden sollten im Notfall. In der Tat war es so, dass hier während der Bombardements oft mehr als 4000 Menschen im Bunkerschutz gesucht haben. Nun ist es kein ganz schlichter Bunker, also schon wenn man von außen den betrachtet, da gibt es dann so teilweise Elemente, die fast schon wie Verzierungen aussehen. Ja, ganz richtig. Also wie man ja auch weiß, gab es eine sehr starke stadtplanerische Vision, auch von Adolf Hitler, die verwirklicht werden sollte, auch durch seinen Architekten Albert Speer. Hier handelt es sich um einen Typenbunker, der auch auf Entwürfe von Albert Speer zurückgeht. Und dieser spezielle Bunker weist auch relativ besondere Elemente auf, also wie zum Beispiel die gegenläufigen Treppen, die wir bestimmt gleich zusammen sehen werden, die eigentlich ein Renaissance-Zitat sind, also zurückgehend auf Leonardo da Vinci. Wir haben ja auch einen Grundriss, der quasi sich durchzieht über alle 5 Etagen, fast anmutet an Palladio, den Architekten der Renaissance, natürlich auch inzwischen eine Ikone der Architekturgeschichte. Und insofern war das Ganze hier vielleicht auch so ein bisschen als eine Trutzburg auch gebaut. Man darf nicht vergessen, wir sind hier nicht in einem Untergrundbunker, sondern einem Hochbunker. Und ideologisch aufgeladen wurde das Ganze im Grunde genommen mit der Idee, dass man dem Feind im Falle von Bombardements quasi stolz entgegentritt und sich nicht verkriecht in einem Mäuseloch oder sowas. Ja, also das sind natürlich sehr starke ideologische Aspekte, die dann sich quasi architektonisch auch ausdrücken. Das Gebäude steht unter Denkmalschutz, deswegen gab es auch natürlich gewisse Regularien einzuhalten bei dem Umbau. Und Teil des Konzepts war aber auch von Anfang an, diese verschiedenen Spuren und Schichten der Geschichte hier auch offen zu zeigen. Also ich denke, das ist hier ein wirklich einzigartiger Ort, da man wirklich exemplarisch die jüngere Berliner Geschichte vor allen Dingen hier wirklich nachvollziehen kann in ihren unterschiedlichen Phasen. Also erst im Grunde genommen als Bunker, als Ort, als ziviler Schutzraum. Dann wurde das Ganze hier genutzt von der Roten Armee als Gefängnis, wo wiederum dann die deutschen Kriegsverbrecher befragt worden sind.
um dann eigentlich während der DDR-Zeit als Lager oder als Speicher genutzt zu werden und vor allen Dingen für frische Waren. Und auch hier gibt es wieder einen starken Bezug zu diesem Ort, weil wir hier sehr dicke Mauern haben, 2 Meter dicke Außenwände und eine 3 Meter dicke Decke obendrauf, die im Grunde genommen so eine thermische Trägheit letztendlich hervorrufen, sodass hier wir eine relativ konstante Temperatur über das Jahr haben. Also der perfekte Ort, um frische Früchte und Südfrüchte zu lagern. Dann am Ende, als dann die Mauer fiel, war es ein Techno-Club. Das war ja auch nun die Zeit, wo in Berlin die Anarchie herrschte. Da brannte dann aber eher die Luft hier drin. Da brannte die Luft, es vor allen Dingen tropfte es, es war recht feucht. Also man sagt uns, dass letztendlich vom Tanzen die ganze Feuchtigkeit letztendlich wieder von den Decken heruntergekommen ist. Damals galt dann der Bunker, der Club-Bunker, als eines der härtesten Clubs der Welt. Also man muss sich hier vorstellen, es gab hier eigentlich im Grunde keine sanitären Anlagen oder nichts dergleichen. Und dann irgendwann wurde das Ganze dann zu einem Ort der Kunst und auch wieder natürlich passend. Inzwischen ist Berlin ja eines der größten und wichtigsten Kunstfelder der Welt. Ja, und das ist jetzt die dritte Ausstellung, Frau Kothe. Und wir stehen neben einem Objekt aus Beton. Richtig, eine Skulptur von Justin Motherly, einem Künstler, der hauptsächlich in New York lebt. Also er macht relativ imposante Skulpturen, wie man hier sieht. Auch im Eingangsbereich haben Sie ja schon wahrscheinlich den großen Löwen gesehen, der uns oder unsere Gäste dann begrüßt. Im Grunde genommen sind das alles, würde ich sagen, Symboliken von Macht. Also sowohl der Adler als auch der Löwe taucht natürlich immer wieder auf, zum Beispiel vor Türportalen offizieller Gebäude oder in Wappen der Bundesadler und so weiter. Und Justin Motherly defragmentiert hier zum Teil diese Symboliken der Macht. Also er macht sie fast verwundbar, er macht sie offen, er zeigt uns, was dahinter steht. Also wir haben hier keine glatten Oberflächen und haben im Grunde wirklich wahrscheinlich so eine Infragestellung dieser verschiedenen Machtrepräsentationen. Ich glaube, das Prägnanteste an diesen Objekten ist, dass er sie auf Krücken setzt sozusagen, also irgendwo macht er sie verwundbar, er bringt sie zu Fall, vielleicht demaskiert er auch diese Symboliken von Macht, ja, an die wir vielleicht auch nicht unbedingt immer glauben sollten. Jemand erzählte mir mal, dass Justin Motherly in einem sehr kleinen Apartment, wie ja viele in New York, lebte und er fing dann trotzdem an, relativ große monumentale Skulpturen herstellen zu wollen oder produzieren zu wollen. Und das hat er anscheinend anfangs mit Plastiktüten gemacht. Also er hat im Grunde genommen Zement in Plastiktüten gefüllt und hat so nach und nach diese Skulpturen aufgebaut. Also es ist kein klassischer Guss, sondern im Grunde genommen sind es Fragmente, die dann im Grunde genommen auch so Art modelliert werden und ihren Abdruck hinterlassen. Frau Kothe, dieser Raum ist ja hier enorm hoch. So war ja der Bunker nicht früher. Man sieht ja auch hier Spuren, hier ist einiges verändert worden. Richtig. Also der Bunker besteht ja insgesamt aus 4 Etagen. 5 mit dem Erdgeschoss zusammen, aus ursprünglich 120 Räumen. Und der Architekt Jens Kaspar hat im Grunde genommen aus diesem Raumsystem 80 Räume gemacht. Und das hat er im Grunde genommen schaffen können, indem er Decken herausgeschnitten hat, Wände herausgeschnitten hat. Und hier sehen wir im Grunde genommen einen Raum, der ursprünglich aus 2 Räumen bestand. Und deutlich natürlich auch hier diese Teilung. Also hier haben wir genommen das Erdgeschoss mit den Resten der Graffitis noch aus der Clubzeit und den ersten Stock sozusagen mit der schwarzen Farbe noch an den Wänden. Das war damals so die Darkroom Area oder der Fetischbereich in diesem Club. Und deswegen war der komplette erste Stock mit schwarzer Farbe versehen worden. Und jetzt aktuell haben wir hier Avery Singer.
eine Künstlerin, die, denke ich, sehr schön exemplarisch dafür steht, wie sehr sich auch die Kunst unter dem Einfluss digitaler Techniken verändert hat und zu ganz neuen Ästhetiken auch gefunden hat. Also hier sehen wir eigentlich eine Künstlerin, die natürlich im klassischen Tafelbild verhaftet ist, aber letztendlich zu ihrem visuellen Ergebnis auf ganz andere Art und Weise kommt. Sie benutzt Computerprogramme, Rendering-Programme, die eigentlich von Architekten benutzt werden, um dann ihre Bilder am Computer zu entwerfen und diese dann Schicht um Schicht auf eine Leinwand zu bringen. Und so haben wir natürlich hier auch einen starken Bezug zu einer eher vielleicht technoiden oder digitalen Visualität.